Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Sie gewusst, dass unser Körper aus Trilliarden oder vielleicht sogar Billionen von Bakterienstämmen besteht? Ist Ihnen das bewusst, dass wir ein Mikrobiom haben, unterschiedlicher Natur? Die einen sind gute Bakterienstämme, andere sind weniger gute Bakterienstämme. Welche sind jetzt die guten und welche die schlechten? Das ist das Thema, das ich heute gerne besprechen möchte mit meinem Studiogast. Ganz herzlich willkommen, Wilfried Obel. Hallo Alexander. Wilfried, du kennst dich mit diesen Bakterienstämmen ein bisschen besser aus als wir. Aus wie vielen Bakterienstämmen stammen wir jetzt eigentlich? Gut. Will ja niemand hören, ne? Wir sind ja alle sauber und steril. Ja, und da gibt es eine ganz tolle Geschichte oder eigentlich eine beängstigende Geschichte. In den 50er Jahren hat es tatsächlich einen englischen Professor und Arzt gegeben, der hat nicht herausgefunden, sondern der hat es zur Kenntnis genommen, dass Wissenschaftler bemerkt haben, im Dickdarm gibt es nahezu unzählige von Bakterien. Und er war tatsächlich der Meinung, das Beste, was man machen könnte, wäre doch, den Dickdarm rauszuoperieren. Dann wären alle Bakterien weg. Wahnsinn. Okay. Ja, ja. So unglaublich. Ja. Gut, aber tatsächlich im Dickdarm befindet sich eben auch der größte Teil der in uns wohnenden Bakterien, überwiegend der guten Bakterien, die des Mikrobioms. Aber dort entstehen auch relativ schnell relativ große Populationen von Bakterien, die es nicht gut mit uns meinen, die zur korrekten symbiontischen Darmbesiedlung gehören, aber die eine bestimmte Populationshöhe nicht überschreiten sollten. Okay. Und fest davon aus, das sind diejenigen, die viel zu viel Zucker abkriegen, oder? Zum Beispiel. Ja, Zucker ist nochmal ein separates Thema. Mit Zucker läuft was ganz anderes noch schief. Weiter oben auch nicht unbedingt im Dickdarm, wo das Milieu darunter leidet, was im oberen Teil des Dünndarms passiert mit Zucker. Oder auch mit, ich stelle jetzt mal dieses Schlagwort Candida in den Raum. Die Pilze. Ja, die Pilze, ne, eine Verpilzung oder eine starke Pilzbelastung des Darms. Führt fast zu weit. Können wir mal gucken, inwieweit da jetzt noch eine Möglichkeit besteht, darauf einzugehen. Mhm. Aber Zucker ist auf jeden Fall eigentlich das Gift für unser Mikrobiom oder beziehungsweise die große Belastung für unseren Organismus. Wobei natürlich das Gift so gesehen werden sollte, dass Zucker in den Giftschrank gehört, wie im 17. Jahrhundert in den Apotheken. Tatsächlich. Damit es eben sehr sorgfältig und nur zu besonderen Anlässen eingesetzt und Verwendung findet, weil man hat tatsächlich in der Alchemistenforschung herausgefunden, dass Zucker zwar wunderbar ist für die Zunge, aber für den gesamten Fluss der Körpersäfte eher nachteilige Wirkungen hat. Da wusste man noch nichts von Candida oder von sonstigen Ernährungsproblemen, die ja immer vorhanden waren. Ich meine, wir brauchen überhaupt nicht zurückzugucken, wann war denn mal eine gute alte Zeit, in dem der Mensch noch sich artgerecht ernährt hat? Wann konnte er, in welcher Region und in welcher Epoche auf diesem Planeten konnte sich der Mensch artgerecht ernähren? Ich weiß es nicht. Also wenn man die Naturvölker sieht, wenn man die Naturvölker beobachtet oder auch die Völker, die in abgeschiedenen Regionen wohnen, bei gutem Trinkwasser, Gletscherwasser oder Quellwasser, mineralienreicher Ernährung und vielleicht dann auch, dann komme ich nämlich jetzt auf dieses Stichwort von das letzte Wort der letzten Sendung, milchsauer eingelegtes Gemüse oder milchsauer vergorene Säfte, Kefir oder Kombucha. Dann die gesamten Obstsäfte, die milchsauer vergoren wurden. Also das ist ja ein Fermentationsprozess, oder? Das ist ein Fermentationsprozess, genau. Und dort drin werden doch die Bakterienstämme, die fressen die Kohlenhydrate raus, oder? Stimmt, die wandeln den Zucker um in eine Milchsäure, um es mal zu vereinfachen. Und es entsteht Kohlensäure nebenbei. Mhm. Daher dann auch das Erfrischungsgetränk Kombucha beispielsweise oder der Kefir. Und die Lactobacillen, die dort eben die Milchsäure bilden, die produzieren die. Und die Menschen, die diese milchsauren Lebensmittel genossen haben seit ihres Lebens, die leben angeblich auch besonders lange. Ja. Außerdem, da hat es wahrscheinlich auch noch keine Pasteurisierung gegeben und diese Bakterienstämme dann abgetötet wurden, oder? Ja. Was mich am meisten beeindruckt hat in den 90er Jahren, da ging es eben um die Physiologie des Wassers im menschlichen Organismus. Und da habe ich dann in der Pionierzeit, wenn man sich mit Wasser beschäftigt, dann kommt dann irgendwann natürlich das Thema Batman Relic, dieser berühmte Wasserarzt aus dem Iran, der hat ein Buch geschrieben, Sie sind nicht krank, Sie sind durstig. Genau, kenn ich. Da hat er dann nur in einem Nachsatz noch darauf hingewiesen, viel zu wenig,
eigentlich, wie wichtig das Salz ist. Und für mich gehört also Wasser, Salz und Milchsäure, das sind die drei Dinge, die ganz wichtig sind für die Gesunderhaltung von uns in unserer aktuellen Lebenszeit. Salz. Gut, wir lassen jetzt das Salz, da machen wir eine eigene Sendung darüber. Hochinteressant, das ist wirklich extremst wichtig, dass wir darüber reden. Ich weiß, es war... Habe ich mir bereits einen Gast gesucht dafür. Toll, bist du da, vielen Dank. Machen wir gleich weiter da. Na, bleiben wir beim Mikrobiom, weil das ist das Thema. Genau. Wir sind das Mikrobiom wird ja in der Medizin heute überhaupt erst anerkannt als ein Organ. Ne? Man hat es jahrhundertelang nicht gesehen. Ah, Entschuldigung, da hat es noch ein Organ. Ist ja eigentlich auch lustig. Ne? Ist richtig. Ja, entschuldige, ich bin abgeschweift eben. Aber das passt doch. Ne, es verfingert sich einfach zu schnell, wenn man die Dinge betrachtet. Das Mikrobiom. Haben wir ein Mikrobiom auch schon im Magen? Natürlich. Hat es dort auch schon Bakterienstämme drin bei dieser Salzlauge? Nun, es sind halt andere Bakterien, aber es sind nicht allzu viel. Und tatsächlich, da hast du was ganz Tolles gesagt, Salzsäure, nicht Lauge, sondern Säure. Mhm. Die Salzsäure ist natürlich auch unsere große natürliche Barriere gegen Bakterien, die von außen in uns eindringen können. Abtöten, zack. Richtig, genau. Gut. Da kann nichts überleben. Aha. Also wer eine gesunde Salzsäurebildung im Magen hat, der hat das beste Immunabwehrsystem, sozusagen die erste Firewall. Gut. Ganz, ganz wichtig und muss unbedingt haben die Leute noch eine gesunde Magensäure? Teilweise ja. Die meisten Menschen noch? Nein. Nicht? Teilweise. Okay. Müsste man jetzt definieren, was ist teilweise? 20, 40, 50%? Also ich glaube weniger als die Hälfte. Oh, und wie merken die das? Werden häufiger krank. Störungen des Immunsystems bis hin zu Autoimmunreaktionen. Also vieles das, was so, jetzt schweife ich schon wieder ab. Nein, das habe ich ja gefragt. Gut, man kann tatsächlich Verbindungen ziehen zu Störungen des Immunsystems in Richtung Autoimmunreaktionen, die gar nichts mit diesen herkömmlichen Betrachtungen zu tun haben, dass eine Autoimmunreaktion erst entsteht, wenn zum Beispiel Leaky Gut vorhanden ist. Oder Leaky Gut ist der löchrige Darm. Genau, oder körperfremde Eiweiße in zu hoher Konzentration und Menge in den Darm übertreten können, in die Blutgefäße, sondern es hat wirklich auch schon was damit zu tun, dass eine Übervölkerung mit Bakterien stattfindet, die durch eine Ermangelung an Salzsäure es eben über den Magen drüber hinweg schaffen, in den Verdauungstrakt. Und dort sind Bakterien mitunter so klein, die passieren die Schleimhautbarriere des Darms und irritieren dann natürlich ihrerseits hochgradig unser Immunsystem. Mhm. Inwieweit das stimmt und inwieweit das wirklich maßgeblich ist, ist noch gar nicht erforscht. Mhm. Weil ja auch die Mikrobiomforschung eigentlich eher noch am Anfang ist. In den Kinderschuhen steckt. Ja. Aber wir haben im Magen gewisse Bakterienstämme, wir haben die Magensäure, wir haben die Bakterien, die wir essen über die Nahrungsmittel und weiß Gott was, die werden Hunden abgetötet. Ja. Leider haben sehr viele Leute zusammenfassend gesagt, zu wenig Magensäure. Ja, in der Regel zu wenig. Du würdest sie als Therapeut sofort einsetzen, also du erkennst diese Problematiken bei deinen Patienten, dass da zu wenig Magensäure ist und kannst hier bereits eingreifen. Das ist richtig, ja. Okay, gut. Wichtig zu wissen, weil ich höre das sehr selten, dass man wirklich direkt in der Magensäure das Problem ist von meinen gesundheitlichen Wirkungen. Aber wir kennen ja alle diese Kaskade Ursache-Wirkung, oder? Und das ist nicht immer an gleicher Stelle. Ja. Also, jetzt geht dieser Pförtner auf, der ganze Brei geht wieder weiter. Wir haben gesagt, in einer anderen Sendung, der Zwölffingerdarm ist basisch. Mhm. Das heißt, hier in diesem Bereich müsste ich ja ganz andere Bakterienstämme haben. Das ist richtig, ja, genau. Okay. Da findet aber auch noch nicht allzu viel statt. Ne? Also dort ist die Besiedlungsdichte vergleichsweise gering gegenüber dem immer tiefer werdenden Darm und es nimmt explosionsartig zu hinter dieser Iliozäkalklappe, also diese Bauhinklappe, die den unteren Dünndarm vom Dickdarm trennt. Da findet also wirklich eine extreme Potenzierung der Anzahl von Darmbakterien statt. Okay. Aber im Zwölffingerdarm ist dieses Mikrobiom auch schon für was zuständig. Ja, genau, richtig. Mhm. Also einen gewissen Job wird gemacht und dann geht der Brei weiter in den Dünndarm. Da hast du uns erklärt, dass der pH-Wert wieder ein bisschen tiefer, also wieder andere Bakterienstämme. Ja. Was sind das für Bakterienstämme? Ich habe mal gehört, die Schlechten essen überwiegend Zucker und die Guten essen gerne Bitterstoffe. So pauschal gesagt. Ja, kann man so sagen, wobei das eine ungenaue Betrachtung ist. Die Bitterstoffe dienen nicht als Ernährung für die Bakterien, sondern die Bitterstoffe beinhalten ihrerseits wiederum sekundäre Pflanzenstoffe,
die über enzymatische Prozesse aufgeschlossen werden. Und das wiederum stellt eine Art Präbiotik dar. Präbiotik, ah, Nahrung Futter, für die Bakterien. Ja. Und da gibt es viele Stoffe, die präbiotische Eigenschaften haben und die es dann auch gut ist, die zu essen. Mhm. Wobei nicht immer alles für jeden gleich gut ist. Ne? Also ich kenne ein Produkt, das Colostabil, das ich weiß, du bist der Hersteller von diesem Produkt. Nein, das... Der Dr. Heinz Reinwald, aber du bist da mit involviert. Das ist ja wirklich ein Geschmack, den man sich daran gewöhnen muss am Anfang. Ich hatte die ersten Wochen wirklich Probleme. Danach musste ich sagen, irgendwie sucht es mein Körper jetzt. Das heißt also, die guten Bakterienstämme sind jetzt süchtig geworden nach diesen Stoffen. Weil diese Familie es als Futter braucht. Ja, so könnte man das bezeichnen. Das ist richtig. Okay. Der Körper wird sensibilisiert, das Mikrobiom spürt, das ist aber lecker, was da kommt. Ja. Oder wir können es gebrauchen und da nun auch im Darm. Eine ganz wunderbare... Wo bist du? Dünndarm, Dickdarm? Im gesamten Darm. Gut. Im gesamten Darm verstreut gibt es die sogenannten EC-Zellen, enterochromaffine Zellen. Ich nenne die, das sind die Geschmacksknospen des Darms, wie die Zungenpapillen. Sind das die Zellen, die im Darm ständig Rückmeldung geben über ihr sensorisches System. Ans Hirn. Und das enterische Nervensystem ans Gehirn. Das ist denn die berühmte Achse vom Darm zum Hirn. Zum Beispiel ein Teil, ein wesentlicher Teil der Achse. Meiner Meinung nach, was heißt der wichtigste? Alle Regelprozesse haben keinen wichtigsten Teil. Wenn ein Teil fehlt, wenn ein kleines Zahnrad in einem Räderwerk kaputt geht, steht alles still. Aber die EC-Zellen des Darms sind eben die sensorischen Elemente. Und ein Sensor, der kann gut funktionieren, der kann teilweise funktionieren, der kann gar nicht funktionieren, der kann auch mal gut, mal schlecht und dann mal eine ganze Zeit lang grottenschlecht und dann mal wieder hervorragend funktionieren. Das heißt also, die Fähigkeit der EC-Zellen mit der daran hängenden sensorischen Eigenschaft, die ist auch wiederum abhängig vom Milieu und insofern ist dann auch die Kommunikation über das enterische Nervensystem vom Bauchhirn über diese EC-Zellen zum Kopfhirn mehr oder weniger gestört, aber sie wird sensibilisiert, je öfters diese EC-Zellen merken, man meint es gut mit ihnen. Also zusammenfassend heißt das, in einer ersten Sendung haben wir über das pH-Milieu gesprochen, dieser ganzen Verdauungstraktes. Mhm. Das ist aber gleichzeitig entscheidend auch auf das Mikrobiom in den einzelnen Verdauungstrakten. Richtig, genau. Also das hängt total zusammen. Das hängt unmittelbar zusammen, ja. Das sind die Rahmenbedingungen. Ich meine, du kannst auch keine Villa mit Personenschutz in die Bronx setzen, ne? Zu sagen, das geht nicht gut. Mhm. Genauso fühlen sich manche Bakterien dann eben in dem oberen Verdauungstrakt überhaupt nicht wohl, sondern die müssen im Dickdarm wohnen und können nur da wohnen, wenn denn dann dort das Milieu stimmt. Ob wir das jetzt noch erörtern können, das wage ich zu bezweifeln, weil das schon wieder zu weit führt, aber da wir nun oftmals... Wir gehen ja jetzt von einem gesunden Milieu erstmal aus. Das heißt also, was ich jetzt beschrieben habe, geschieht ja unter der Voraussetzung, dass das alles weitgehend in Ordnung ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass viele Dinge, die verordnet werden, helfen sollen, weil man glaubt, im Grunde genommen ist der Mensch ja so weitgehend gesund oder teilweise ist er in Ordnung, so wie er funktioniert, dann muss das so und so helfen. Tatsache ist aber, dass viele Stoffe, die wir aufnehmen, die theoretisch helfen könnten, gar nicht helfen, weil nämlich die Ausgangssituation von uns nicht halb gesund ist, sondern überwiegend krank. Und ein überwiegend krankes System mit einer starken Milieustörung kann zum Beispiel auch noch nicht mal Vollkornbrot verdauen. Das heißt, diese platte allgemeine Empfehlung, Ballaststoffe rein, kann durchaus kontraproduktiv sein, wenn die Enzyme fehlen, um diese Ballaststoffe überhaupt zu verwerten, die letztendlich wichtig sind als Präbiotik wiederum fürs Mikrobiom. Und da sieht man schon, wie die Zusammenhänge ineinandergreifen, dass dann von hinten bis vorne oder vorne bis hinten irgendwann mal nichts mehr so richtig zusammenpasst. Also was ich da jetzt eigentlich höre, ist etwas, was ja eigentlich gar niemand anschaut, oder? Das, was du jetzt gerade sagst, diese Zusammenhänge in sich gekettet durch diesen ganzen pH-Milieu, Mikrobiom, durch den ganzen Verdauungstrakt hindurch, was ja bei den meisten Menschen heutzutage durch unsere Ernährung ja wahrscheinlich nicht mehr perfekt ist, wer schaut sich das heute an? Das müsste doch das A und O sein der Medizin, wenn ich jetzt so als Moderator ein bisschen Sarkasmus hier reinbringen darf. Das stimmt. Es ist letztendlich die Spezialisierung auf Teilbereiche.
Es ist dieses Verständnis für die einzelnen Module, aus denen der Körper besteht und aus denen ja angeblich auch das Gehirn besteht, wo jedes Modul für einen speziellen Bereich optimal konstruiert sind und die funktionieren für sich auch. Und natürlich funktionieren die für sich, aber die haben natürlich eine Peripherie und die Peripherie greift auf andere Module über. Aber man muss diese Peripherie verstehen und man muss die Verknüpfungen lernen und betrachten. Das machen wenige. Also müsste man eigentlich, wenn man ein bisschen lösungsorientiert geht, schauen, wenn ich ein gesundheitliches Problem habe, muss ich eigentlich von meinem Arzt oder Therapeuten meines Vertrauens eine Stuhlanalyse verlangen? Sieht man da drin dann all diese Milieus und diese... Ja. Gut. Also es gibt die Möglichkeit, dass man Code an ein Labor schickt und dort werden dann wichtige Untersuchungen gemacht. Bei herkömmlichen Laboren ist es ein gewisser Nachteil, obwohl die gut arbeiten, also die kann ich alle nur positiv erwähnen, weil die wirklich eine gute Arbeit machen, aber die untersuchen natürlich nur das, was gesagt wird, was untersucht werden soll. Und dann kommt es wieder auf den Therapeuten oder auf den Arzt, auf den Praktiker drauf an, was der für Werte abgefragt haben möchte. Ja, und da muss ja auch noch wissen, welche sind überhaupt interessant. Also das ist ja eine Weiterbildung, die ja jeder machen müsste, damit er das überhaupt entschlüsseln kann, diese Laborwerte, oder? Ja, das ist richtig. Aber jetzt haben wir noch eine andere interessante Betrachtung, da wir uns ja nun auch in einer Entwicklung befinden, wo quantenphysikalische Geräte immer interessanter werden und du selbst arbeitest, so wie ich das mitbekommen habe, auch mit einem wunderbaren quantenphysikalischen Gerät. Und ich selbst habe auch ein solches Gerät. Und diese Geräte sind rein medizintechnisch gesehen, sagen wir mal, eher bedenklich einzuordnen, weil sie noch nicht allgemein von der Wissenschaft anerkannt sind. Aber die Erfahrungsmedizin zeigt, dass es zumindest teilweise sehr erfolgreich funktioniert. Und mit diesen Geräten kann man zum Beispiel das Milieu oder auch das Vorhandensein von Mikroorganismen, von Bakterien, von Leitstämmen im Darm analysieren, die einfach nur anhand einer Datenbank dann angezeigt werden, wie hoch ist die Resonanzintensität. Also ja, man schlüsselt die Resonanzfrequenzen von Bifidobakterien, Lactobakterien, Clostridien, Shigellen, von allen möglichen Lebensformen schlüsselt man auf und dann misst man mit einem hochsensiblen elektronischen Sensor, wie oft kommt nun eine Reflexion von diesem einzelnen Stoff oder von diesem Bakterium aus dem Darm. Dann weiß man ungefähr, ein gesunder Darm hat 1000-mal die Rückmeldung Clostridien. Wenn ich die jetzt 10.000-mal habe, ist es ganz klar eine Fehlbesiedlung. Das ist ein Fäulnisbakterium, was auch unter anderem bei Stickstoffzerfallsgiften entsteht, wenn ich eben diese schon im ersten Teil erwähnte Eiweißverdauungsstörung habe. Das finde ich natürlich total faszinierend, aber auch da wieder, dieses Gerät kann nur so gut sein wie der Anwender. Das stimmt. Und wenn der Anwender nicht im Kopf hat, welche Bakterienstämme wo sein müssten, ist er letztendlich mit den Ergebnissen total überfordert. Ja. Ja, das ist so. Also braucht man einen ausgewiesenen Spezialisten, der wirklich dieses pH-Milieu und das Mikrobiom entweder über den Stuhl und von einem Fachmann, wie du es bist, es interpretieren lässt, mit ganz kleinen Hinweisen darauf, was zu machen ist. Oder ich gehe gleich zu einem solchen Spezialisten, oder? Könnte man so sagen, ja klar, sicher. Also es gibt da sicherlich sehr viele, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch offen mit den neuen Erkenntnissen umgehen und umgehen können und zum Teil auch eigene Spezialbereiche entwickelt haben, wo es dann natürlich hier und da noch mehr in die Tiefe geht. Meine Tiefe wäre letztendlich die genaue Betrachtung im Säure-Base-Haushalt, weil ich den über alles stelle zur Regulation, wo es dann weitergeht in die Blutpuffersysteme, die eigentlich kaum einer betrachtet, wenn er mit Säure-Basen in Verbindung geht, sondern das wird vergessen und diese landläufig bezeichnete Übersäuerung ist zu einem Totschlagargument geworden, woran alles und nichts festgemacht werden kann. Da kommt es eben auf die differenzierte Betrachtung drauf an. Ja, ich glaube auch, da können wir noch viel lernen, auch wie man früher schon gekocht hat und wie man gekocht hat, was für Lebensmittel, was man wie zusammensetzt, mit Salz zum Beispiel, mit Gewürzen und Kräutern, dass man da einen wesentlichen Impuls zur Gesundheit den Menschen geben kann zur Stärkung der Selbstheilung. Aber jetzt sind wir beim Dünndarm gewesen, die große Aufschlüsselung, Verdauung und das ganze Futter, was ich gegessen habe, wird ja dann eigentlich im Dickdarm in seine Endteile zerteilt, oder? Durch dieses sehr große Mikrobiom. Nun, sagen wir mal so, die Wertstoffgewinnung findet
überwiegend im Dünndarm statt. Dort werden die Mikronährstoffe rausgezogen, die wichtigen. Alles, was der Körper braucht, zieht er sich dort raus. Genau. Über die Bakterien? Nein, das ist die Resorption über die Darmwand, auch zum Teil über die Bakterien, über enzymatische Prozesse. Also die essen es und scheiden es aus und da kannst du den Dünndarm aufnehmen. Richtig. Oder auch über die Aufnahme der Epithelzellen der Darmwand. Das ist übrigens eine ganz wichtige Sache des Dünndarms. 80% der Spurenelemente werden ausschließlich im Dünndarm resorbiert. Zum Beispiel auch Mangan oder Zink oder Kupfer oder Chrom oder Eisen. Das heißt, was nicht im Dünndarm schnell genug resorbiert wird, wird hinterher nicht mehr aufgenommen. Das scheiden wir dann anschließend wieder aus. Du hast dich vorne aus dem Fenster gelehnt, wo wir beim Magen geredet haben, wie viele Leute haben einen gesunden Magen. Du hast eine Zahl genannt, aus deinen Erfahrungswerten heraus. Wie sieht es aus beim Dünndarm? Wie viele Menschen haben heute noch einen gesunden Dünndarm? Wenn wir davon ausgehen, dass viele allgemeine gesundheitliche Störungen letztendlich nur ein Symptombild oder verschiedene Symptombilder zeigen, deren Ursache physiologischer Natur im Darm liegen, kann man wahrscheinlich sagen, von 80-85% aller symptomatischen Erscheinungen gehen letztendlich von einem gestörten Darm aus. Und da vielleicht 2/3 vom Dünndarm und 1/3 vom Dickdarm. Aber ich weiß es nicht, das kann man gar nicht so katalogisieren. Trotzdem ist es eine Volkskrankheit heutzutage. Und wo ist die Ursache von dieser Volkskrankheit? Lebensführung, letztendlich. Unsere Lebensführung, und das Nahrungsmittel? Lebensführung, dazu gehören die Nahrungsmittel, dazu gehört die allgemeine psychomentale Belastung, dazu gehört unser psychosoziales Umfeld, das gesamte Rahmenprogramm, mit dem wir sowohl seelisch, geistig als auch stofflich in Verbindung stehen. Also im Grunde genommen alles. Mhm. Und man kann auch nichts getrennt, separat, ganz genau herausnehmen und sagen, so, jetzt gucken wir uns aber wirklich nur mal die Ernährung an. Natürlich kann da am meisten verkehrt gemacht werden. Also ich meine, da kann man vielleicht mit Ernährung einiges machen, beim Stress vielleicht auch und die gewisse Dinge wie einmal auf dem Magen liegen und so weiter, Existenzängste und so weiter. Da kann man sicher daran arbeiten. Ist das das, was du machst? Du arbeitest mit den Menschen so ganzheitlich und schaust eigentlich, dass dann wirklich deine Kunden eine der wenigen Menschen sind, die ein gesundes Mikrobiom haben und ein gesundes pH-Milieu. Also es ist mein Wunsch, dass die Menschen, die zu mir kommen, die Probleme haben, dass ich die begleite und ihnen Hinweise gebe in Bezug auf Lebensführung, auf Nahrungsergänzung, was zum Teil auch wichtig ist, weil in unseren Nahrungsmitteln einfach nicht mehr genug drin ist an Mikrospurenelementen, sekundären Pflanzenstoffen. Wo ganz wichtig sind für ein Wohlbefinden des Darms, ist die Supplementierung von solchen gewissen Ergänzungsmitteln. Oder für biochemische Reaktionen. Also die meisten Spurenelemente gehen drauf für katalytische Prozesse im Darm. Das heißt also entgiften, resorbieren und intrazelluläre Verstoffwechselung. Das heißt, da sind so viele Mikrospurenelemente, ohne die gar nichts läuft. Und die müssen aber erstmal resorbiert werden, zum Beispiel Zwölffingerdarm. Und wenn die da nicht zur Verfügung stehen, zieht das natürlich dann auch Folgeprobleme nach sich. Und ich versuche ganz vorne anzusetzen und von Grund auf die Lebens- und die Umweltbedingungen für die stofflichen Prozesse im Organismus so zu regulieren oder zu korrigieren, dass das alles erstmal wieder in so eine grobe, richtige Bahn gebracht wird. Wilfried, ich bin total begeistert, weil du für mich, also eigentlich ist das wie ein Lehrstuhl, den du da jetzt gerade für mich und vielleicht auch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein bisschen darstellst. Ich lerne so viel von dir und sehe aber auch, dass du ganz viel tiefer in der Ursache gräbst, als eigentlich sehr häufig auf der Wirkungsebene gearbeitet wird. Tief beeindruckt und ich danke dir ganz vielmal, dass wir heute noch weitere Sendungen machen dürfen. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, bleiben Sie einfach dran. Wir bringen immer wieder weitere Sendungen mit dieser Fachkompetenz und ich hoffe, dass Ihnen diese Sendung genauso viel Wissen vermittelt hat wie mir und genügend Verständnis. Und wenn Sie Fragen haben aller Art, melden Sie sich beim Wilfried Obel, schreiben Sie ihm ein E-Mail, schauen Sie auf seine Homepage. Bestimmt hat er noch weitere Informationen, die für uns alle von Nutzen sein dürfen. In diesem Sinne alles Gute, einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.